Gibt es Möglichkeiten, Fassadenreserven im Boden stärker aufzuschließen? Das war eine Frage, wie groß sind sie? Ich hatte so gesagt, im Grunde sind bei uns in den Ackerböden, in den letzten Jahren abgebaut, aber in den fruchtbaren Ackerböden über die letzten 50, 60 Jahre in der Größenordnung 500, 600 Kilogramm P2O5 mindestens angereichert worden. Die sind zum Teil jetzt abgereichert, Sie sehen es an den abnehmenden Bodenzahlen, aber es ist immer noch eine Anreicherung da, dass man damit runterkommt und dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr immer nur rausnehmen kann, sondern auch wieder ergänzen muss. Das ist klar, ich meine, das Gesetz von der Erhaltung der Masse gilt auch in der Pflanzenernährung. Sie können den Kuchen nicht dauernd auflösen und trotzdem erwarten, dass sie den Plan behalten. Also die Phosphatreserven sind durch Menschen angereichert. Das, was wir jetzt nutzen, ist in der Regel das, was wir angereichert haben, mit einer deutlichen Abnahme. Unter dem Bereich B in A müssen Sie, und das zeigen Ergebnisse aus Langzeitversuchen in Thüringen und auch anderswo, müssen Sie mit Ertragsreduktionen rechnen. Das heißt also, wenn Sie unter B liegen, müssen Sie aufpassen. Ja, und wenn Sie dann eine gute Bodenuntersuchung machen, können Sie dieses in einem Monitoring machen. Frank Schütze verteilt ja regelmäßig für den Verein die Ergebnisse von Blattanalysen. Auch da können Sie es mitverfolgen, dass da die Pflanzenwerte zurückgehen. Das heißt also, wir können dieses ausnutzen bis zu einem gewissen Grad, müssen es aber auch wieder auffüllen. Der zweite Punkt ist organisches Phosphat. Im Boden liegen große Mengen an organisch gebundenem Phosphat vor, das so jetzt von der Pflanze einfach nicht aufnehmbar ist. Es gibt aber Pflanzenarten, die Enzyme ausscheiden, Phosphatasen ausscheiden, also Enzyme ausscheiden, die organische Phosphatverbindungen zerlegen. Diese Phosphatasen haben im Experiment einen großen Effekt auf die Freisetzung von Phosphor, machen nämlich aus dem organischen P, das die Pflanze nicht kann, anorganisches, also H2PO4 oder irgend sowas. Und das kann die Pflanze aufnehmen. Das Einzige, was fehlt, ist nicht, dass dieser Mechanismus, der ist klar, der ist auch belegt an vielen Stellen in der Welt. Das Problem ist, Pflanzen dazu zu kriegen, diese Phosphatasen auszuscheiden und vor allen Dingen unsere Nutzpflanzen dazu zu kriegen, weil das sind oft Mechanismen, die Wildpflanzen haben. Zum Beispiel in Australien, die an extremen P-Mangelstandorten wachsen, die kriegen auf diese Art und Weise auch über die Abscheidung von Säuren und so kriegen die immer noch ein bisschen Phosphat, was aber unsere Pflanzen hier in dem Maße nicht können. Wir versuchen, oder die Wissenschaftler versuchen, diese Eigenschaften auf Nutzpflanzen zu übertragen. Wie schnell das geht und ob es überhaupt funktioniert, weiß ich nicht. Bei hohem Humusgehalt, also ein Armbogen, ein schwarzer Bogen, sag ich mal jetzt. Ja. Weil es wieder angelegt wird. Bei der Bodenprobe, wo der mitgemessen? Nein, das organische Phosphor wird nicht mitgemessen. Also es ist, muss ich jetzt eins sagen, es wird ausgeschüttelt. Und was Sie dann messen oder was Sie ausschütteln, das sind die löslichen und austauschbaren Phosphormoleküle. Und die werden in dem Gerät, also was immer Sie nehmen, in der Flamme sehr stark erhitzt, senden dann Strahlen aus, die gefiltert werden und dann kriegen Sie je mehr Strahlen ausgesendet werden, umso höher ist die Konzentration. Also das misst man schon. Die Flammentemperaturen sind zum Teil so hoch, dass auch organische Verbindungen zerlegt werden und mitgemessen werden, macht aber an der Gesamtmenge fast nichts aus. Weil ich festgestellt habe, dass in diesen Böden besonders viel Phosphor da ist. Ich meine, die wachsen sind ja auch Pflanzen. Ja. Aber entzogen, aber da sind 30 und 40 Milligramm Phosphor. Das hat einen Grund. Wenn Sie hohe organische Substanzgehalte haben, dann wird das Phosphat dort nicht so selektiv, also nicht so fest und nicht so speziell gebunden, wie es an Tonmineralen gebunden wird. Das heißt, mit der gleichen Extraktionslösung kriegen Sie mehr rausgelöst. Deswegen gibt es auch für moor- und anmoorige Böden andere Tabellenwerte für diese Gehaltsklassen A bis E. Was Sie mit der Extraktionslösung rausholen, das ist pflanzenverfügbar. Ja. Silikatphosphat, es gibt einen Ansatz, praktisch feinformalen Quarzsand zu düngen, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, mit der Idee, weil dieses Silikat SiO4 eine ähnliche Struktur hat wie H2PO4. Und es gibt Leute, die
Werbung betreiben und sagen, mit so einem Düngemittel könne man, wenn man es denn ausbringt und dieses Silikat in Lösung geht, Phosphor von den Austauschstellen desorbieren, also wegbringen, in die Lösung bringen, wo die Pflanze dran kann, und dafür das Silikat-Ion an das Tonmineral dran. Das ist eine schöne Philosophie und auch eine schöne Erklärung. Es gibt auch die ein oder andere verstreute Literaturstelle, dass das mal geklappt hat, aber in aller Regel funktioniert das so nicht, weil das wirklich eine Eigenschaft dieses Phosphat-Ions ist, das an diese Aluminium- und Eisenhydroxide, an den Tonmineralen dran passt, wie Schlüssel zu Schloss, und andere Ionen das eben nicht können. Also nur die beiden Moleküle nebeneinander zu legen und zu sagen, guck mal, sind auch hier groß dran und so, das funktioniert so nicht. Entschuldigung, kurze Einwand, das bezog sich aber in erster Linie auf Calciumapatit, also auf calciumhaltige Phosphate, an calciumhaltige Böden, dass der Austausch mit Silikat klappt. Also nicht jetzt bei Aluminium oder bei Eisen, also war mir das bekannt. Also das, was ich da gelesen hatte, da waren also nicht nur da waren Tonminerale, und die, also war so eine wunderschöne Abbildung, also sehr, sehr instruktiv die Abbildung auch. Also da wurde praktisch das Silikat durch das Phosphat ersetzt, aber vielleicht gibt es da auch Nachfolgeabbildung, müsste ich nochmal nachschauen. Ja, also wenn ich da jetzt. Und Phosphateffizienz der Pflanzen erhöhen, das ist ein Punkt, denke ich, der ist ganz wichtig. An dem wird auch gearbeitet, vor allen Dingen da, wo Überzüchtung und unter Bedingungen von relativem Phosphatmangel Pflanzen produziert werden sollen, also nicht so sehr in Deutschland. Und zwar geht es darum, die Menge an Phosphor, die eine Pflanze aufnehmen kann, hängt ja davon ab, wie viele Wurzeln hat sie in dem Bereich, wo das Phosphor ist. Und der zweite Punkt ist, wie viel kann ein einzelner Schnipselwurzel aufnehmen? Und wenn Sie das miteinander multiplizieren, dann wissen Sie, wie viel in den Spross kann. Also Zentimeterwurzel pro Pflanze mal Aufnahme pro Zentimeter gibt die Gesamtmenge, die in der Pflanze drin ist. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Wir können Pflanzen mit besonders vielen Wurzeln ausstatten, die dann alle gleich viel aufnehmen. Das würde dazu führen, dass eine Pflanze in ihrer Effizienz ansteigt, was die Phosphataufnahme an. Wenn sich sonst nichts ändert, machen doppelt so viele Wurzeln potenziell doppelt so viel Phosphor in die Pflanze rein. Und das zweite ist, der einzelne Wurzelabschnitt, der kann in seiner Effizienz erhöht werden. Das heißt, wenn ein einzelner Wurzelabschnitt bei sonst gleichem Wurzelsystem doppelt so viel aufnimmt, kommt auch doppelt so viel in die Pflanze rein. Nur um es mal so darzustellen. Und da wird gearbeitet, erstmal am Verständnis natürlich. Wovon hängt das ab? Was machen die Wurzeln? Ich hatte gesagt, da gibt es Pflanzen, die scheiden Zitronensäure aus, es gibt welche, die scheiden Phosphatasen aus, es gibt welche, die machen besondere Wurzelausstülpungen und sind damit besonders effizient. Da gibt es ein paar ganz verrückte Sachen, auch in Australien. Das heißt also, es gibt Ansätze, die zum Teil mit Gentechnologie, zum Teil mit Züchtung, vielleicht irgendwann einmal dann umgesetzt werden können, um die einzelne Pflanze phosphateffizienter zu machen. Das wäre dann der Punkt, wie kommt denn die Pflanze an das Phosphat ran, was im Boden drin ist, also nicht das, was wir jetzt als Menschen angereichert haben, sondern das, was ursprünglich im Boden drin war oder drin ist. Auch das bedeutet ja, sie kommen dann mit einem niedrigeren Bodengehalt zurecht, aber auffüllen müssen wir es alle mal, wie gesagt. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir mit einer effizienteren Pflanze einen geringeren Düngebedarf haben. Wir müssen immer das, was wir wegfahren an Ertrag, also an Nährstoffen mit dem Ertrag, müssen wir wieder auffüllen. Wir kommen nur mit niedrigeren Bodengehalten zurecht. Also nicht so, dass irgendwo Phosphat entsteht. Und das was, das sollen Sie sich gar nicht durchlesen, das ist meine letzte Folie. Und dann gibt es natürlich beim Phosphat immer noch so Sachen, wenn ich sie zuhalte, fällt es Ihnen das gar nichts. Dann gibt es immer noch so Sachen, dass gelegentlich dann an Phosphat noch festgemacht wird, Umweltgefährdung, also Cadmiumgehalte in Phosphordünger kennen Sie, die neuere Diskussion, die